Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest Model Schmanedon mit Chantal, Fischi, dem Doge, den ich gerade beschworen habe, und 40 FPS. Und Richtig, einem Jonas. leckeren Nougat-Creme-Brot auf die Hand. Ja, und Kein oder Product Müsli. Placement und so. Das war auf jeden Fall nicht Nutella. Und von Nutella kriegen wir beide jetzt auch 6 Millionen Euro. Pro Sekunde. Pro Sekunde, klar. Ja, wir haben jetzt eine kurze Essenspause gemacht, also ich zumindest, und er hat sich einfach Essen geholt oder gemacht oder was auch immer, abgehen. Und jetzt spielen wir mal weiter und er isst einfach, weil er einfach ein guter Displayer ist und Skill hat. Er ist nicht besser als wir alle. Das Problem ist, ich muss mir jetzt heilen, indem ich da unten draufklicke und dann auf mich selbst. Wenn ich nur eine Er Hand ist frei habe. schneller. Ich sollte für Titan Quest mein Profil anlegen von meiner Maus, dass ich die Tasten wenigstens von 1 bis 5 auf der Maus habe. Kannst du machen. Aber gelbe, gelbe, gelbe. Machen gelbe. Keine Ahnung. Die sind gelb. Ich hab sie gestunt. Oh, machen Schaden. Der gelbe Bogenschütze macht so viel Schaden. Erstmal Standard setzen. Wenn wir wieder mehr von diesen Giganten haben, oder Merke, diese Essen im Schlangen. Let's Play ist nicht gut. Kannst du mich heilen? Ich bin vergiftet. Warte, 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 warte. Hä? Merke, die gelben sind für den Arsch. Ja. Die sind ungefähr so schlimm wie die blauen. Finde die sogar schlimmer. Obwohl die blauen kaum angecharged und die sind nur in größeren Gruppen. Ich kann nicht looten, loot alles. Okay. Ja, der Doge kommt erstmal rein. Gut gemacht, Doge. Ablenkung halt, ne? Oh, guck mal, ein Gigant wieder. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, fuck, fuck, fuck. Nope, nope, fuck this shit, Macht ein bisschen okay. Schaden, ne? Ja, wenn so fünf Leute gleichzeitig auf dich raufhauen, dann schon. Ich Oh mein weiß. Gott. Ich hab sie gestunt, er hat mich gestunt. Diesen Zauber kannst du noch nicht Oh, ich kann die anwenden. vergiften, weil es coole Spastis sind. Können schon mehr zu mir anchargen und mich dann stunnen. Habe jetzt erstmal wieder die Finger auf die Tastatur gelegt. Man kann sich ja die ganze Rüstung von denen nehmen. Wir Hier ist haben das jetzt aber erste erstmal Portal. Ruhe. Meine Freundin kommt erst um 13:30. Okay. Das ist ganz gut so. Hui. Ah, ein Bund, guck mal, wir haben es geschafft. Oh Gott, ist mir kalt. Ja, mir war heute auch ein bisschen kühler, habe ich mir einfach Dings reingezogen, Pullover. Ich hätte vielleicht mal die Heizung an. Ich sehe, ihr sitzt hier gerade in Jogginghose und T-Shirt. Nein, ohne T-Shirt, Entschuldigung, ohne T-Shirt. Wie immer Hier ist halt. sie gerade in Jogginghose und Pullover. Das ist so meine standardaufnehmermäßige Art, dass ich irgendwie hier nur in Jogginghose sitze und ohne T-Shirt halt. Ich weiß auch nicht Sieht warum, ich finde es frisch. extrem gemütlich. Ja, aber normalerweise ist immer im Zimmer so warm, dass ich keinen scheiß Pullover brauche oder ein Normal ist es T-Shirt. dir so warm, in deinem Ja, Zimmer ist es nie normalerweise ist es mir warm. immer warm, Alter. Hat man die ganz bisschen stunnen? Was ist das für Musik? Ziemlich nice Musik. Aus Das dem sieht aus, als wäre Startbildschirm. gerade so ein Bossgegner irgendwo gelandet, der uns töten möchte. Ja, es hört sich an wie aus dem Startbildschirm. Ich habe so noch so eine extra Melodie. Okay. Müssen wir die Erebus-Kristalle finden? Ja. Das dürfen ja nicht irgendwelche Kristalle sein, die hier in der Gegend rumstehen. Nein, das müssen ganz besondere sein. Oh, du stehst hinter dem Kristall und machst ihm Schaden. Okay, da geht's weiter. Ich hab ein ziemlich langes Schwert, ey. Oh Mann, hier geht's auch weiter. Glaube, ich würde erstmal nach links gehen, was hier nach unten geht.
Ich denke auch. Hauptsache, das ist richtig verwirrend. Geht eigentlich vorher so. Ich fand die Angebiete verwirrender. Ich klappe mal kurz mein Brötchen zusammen, was ich nicht habe, sondern ein Brot. Ich wollte eigentlich die Verniedlichungsform von Brot sagen, aber Brötchen ist ja keine Verniedlichungsform, sondern einfach nur ein Brötchen. Hier geht es auch nach unten, Freddy. Ja und? Egal. Wie ist eine Höhle? Muss man taktisch vorgehen. Okay, wir rennen alle Gegner rein. Du stehst mittendrin, nicht ich. Du bist reingerannt. Ich stand ganz vorne beim ersten Gegner. Und hab eine Schockwelle reingemacht. Du hast halt alle gepult, da bin ich halt mitreingegangen, weil ich wollte dich nicht sterben sehen unbedingt. Doch, willst du eigentlich schon? Ja, eigentlich schon. Eigentlich will ich das Loot haben. Das krieg ich ja sowieso gerade. Also. Scheiße, ich hatte keinen Mana. Jetzt Matrek nehmen sollen, ne? Mhm. Machst du Portal? Nö. Komm schon, danke. Ich habe gerade eine arkane Formel, die wir schon haben. Das weiß ich. Und gestunt. Da ist die 1. Ich war gerade meine Finger am Positionieren und habe die 1 nicht gefunden. Bis dann nur die 2 ist und daneben. Ja. Mensch. Hier ist das nächste Portal. Ja, diese Portale sind irgendwie so ganz komisch, da kommen wir erst bestimmt hier oben raus. Ja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, nope, nope, fuck the shit. Fuck, ich kann da gar nicht durchgehen. Ach doch, jetzt. Oh mein Gott. Gestart. Wer ist das so gut wie tot? Der erste ist tot. Ich habe gerade meinen Flächenangriff gemacht. Welchen? Ja, ich kann da. Ich hab da so eine Chance, dass ich 180 Grad oder 90 Grad angreife. Okay. Weiß ich gar nicht. Kriegsstandarte. Dann keine Kriegsstandarte. Ja. Erster Tod. Zweiter Tod. Dritter Tod. Was ist das? Erebus-Kristall. Ah, okay. Also, das kann man was schmieden, ne? Keine Ahnung, danke. Also, das ist ja, so Steins, Erebus- Steins, komm her. Ach ja. Zum Glück kriegen wir jetzt durch jeden Erebus-Kristall 2, weil wir eben 2 Multiplayer sind. Mhm. Oder das wird hier sowas wie ein Quest-Item gewertet. Mhm. Stimmt, den Seelenstein habe ich hier auch gefunden. Fällt mir gerade wieder ein. Den wir noch brauchen. Da hast du dich gefragt, was es ist, ne? Ja. Also ich dachte, es war irgendein Quest-Teil für irgendeine andere Quest, aber... Wenn ich auf Quest Oh mein Gott! Oh fuck, das war das Falsche. Ich bin tot. Ich auch. Schon länger als du. Mach mal Portale auf. Ich bin tot. Ich bin direkt vor dir. War mir bewusst. Es war aber ein bisschen gerade zum Kotzen, also ich gehe da rein, dann drücke ich meine, wirklich mein 3 drücken für Stun, halt mein 4 für Verwirrung getroffen. Und das hat sie nicht so verwirrt, sie haben mich totgeschlagen, also. Ach ja. Aber ich finde den Hardness, also der Palast sieht ganz schön aus, aber ich würde hier nicht gerne nur drin wohnen, also. Kann ich ihnen vielleicht ein paar dunkel. In Richtung Tipps geben. Mach Stun rein. Dann ist drin. Oh, ja, super. Den wichtigen hat er nicht gestunt. Ich mach mal hier eine Standarte hin. Die sogar noch lebt. Oh, fuck, ich fick die 4 hier hinten mal. Ja, ich bin tot. Ich komm nicht. Ich komm da nicht durch. Was ich soll bin denn auch tot. Das? Ich bin. Alter, wir müssen den Schwarzen ganz schnell ausschalten. Der macht so einen. Das ist ja auch ein besonderer. Das ist nicht kein normaler Blauer. Hast du ein Portal, bist du ich tot, bin oder? Tot. Der, du warst nicht da, als ich gespawnt bin. Das heißt, du bist nach mir gestorben. Ja, klar. Oh, auf hier ist der Chat. Was? Sie ist sich auf Hi geschrieben. Mhm. Was für ein besonderer ist das? Also ist das so ein Gegner? Mhm. Das kleine, den wir kennen. Der normale blaue ist, glaube ich, nur ein Rächer und das ist irgendein anderer. Machen wir es am besten?
rauspullen, einzeln. Oh fuck, ich bin schon wieder gestunt. Ich bin gestunt, ich bin tot. Kannst du Portal machen? Ja, ich lock die gerade so ein bisschen zu dir. Danke, Spawn killen hier. Also irgendwie mach ich ihm gar nicht so viel Schaden, merke ich. Da willst du dich vielleicht mal herporten? Ja, du hast ein Portal gemacht, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Der erste ist schon tot jetzt. Ich hab immer noch Hunger übrig. Ja, einen habe ich. Gut. Hier aber bei extrem wenig Mana. Ja. Ich würde gerne so eine Rüstung haben von denen. Dann sammel halt auf. Nee, ich will eine gute Rüstung. Alter! Haben. Der ist der Ficker, der Stunt. Renn mal rein und Stunt. Okay, ja, den interessiert's nicht. Dann hau ab vor ihm. Ich kill den. Was zur Hölle, Alter? Der hat so eine Aura. Der hat so eine Area of Damage. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Die macht einen fast Insta-Kill. Ich bin auch gerade wieder gestorben. Das ist einfach. Der Typ ist total okay. Nein. Ich bin weggelaufen vor ihm. Und ich dann ist einfach so eine komische Welle und ich bin tot. Ich auch. Bist du an seiner Rundumwelle gestorben oder so nur an seiner einzelnen Welle? An seiner einzelnen Welle hier, also. Ja, die Rundumwelle ist noch schlimmer. Die Rundumwelle ist noch schlimmer. Alter. Ich hab so einen Gigantenbrustpanzer. Einen goldenen. Ich bin Instant Kill. Das macht fast 2000 Schaden, Alter. Das macht über 2000 Schaden. Ich bin nicht weggekommen. Ich komm da an, hab mein Grab angemacht, wollte wieder zurückrennen, bin geslowt, krieg seine Schockwelle, bin tot. Ja, ich auch. Nein, ich war einfach instant tot. Als du mich dann in der Schockwelle getroffen hat, hatte ich noch 600 Leben, da habe ich einen Heiltrank schnell genommen. Dann. Denkst du an Eichenherz. Ja. Echt zum Kotzen, ey. Ja, der Typ ist echt ein bisschen OP. Ha, nicht nur ein bisschen. Vor allem davon werden wahrscheinlich noch mehr kommen, ne? Ich denke nicht. Ich denke schon. Ich versuche den gerade rauszupullen. Ja. Habt ihr einen kleinen? Ja. Der ist ja kein Problem, Alter. So, ich mache jetzt eine Standarte hin. Bin tot. Siehst du das? Ich habe mich noch gegengehalten und noch dreimal raufgeschlagen. Ich hab mich auch gegengehalten und ich hab versucht, aus seiner scheiß Wetter rauszulaufen. Ich bin einfach drin stehen geblieben, hab ihn noch halb tot geschossen. Also der hat jetzt, also den, jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall. Also pass auf, seine einfache Schockwelle macht 2100 Schaden. 2100. Ich kann ihn nicht machen, ich überlebe einen von denen. Ich nicht! Nur besser. Ich überlebe wahrscheinlich. Keine von denen. Ich stehe drin, also, ich lauf noch seitlich weg. Dann mache ich, krieg diesen Blutungsschaden, also dass ich einen Trank nehmen sollte. Dann habe ich nur noch 600 Leben oder sowas. Und dann macht er eine seiner Rundumwellen und ich bin tot. Wie viel Leben hat er noch? Wenig, aber das macht ihm nichts. Ja, siehst du, genau 2100 Schaden. Okay, doch, durch dein Eichenherz krieg ich das noch. Also, Mann, ich bin so langsam, ich komm kaum von ihm weg. Ja. Wir können nichts gegen den machen, Alter. Der ist richtig fotzig. Stell dir mal vor, ich hätte mein Eichenherz okay, wirklich, nicht. Sie macht wirklich 2000 Schaden. Das war nur zu ein Eichenherz, dass ich die überlebt habe. Ja? Der tötet mich instant. Ja, mich auch. Mit meinem Eichenherz. Der macht zwei Schläge auf mich und ich bin Kill. Warte mal an der Brücke auf mich. Wir sind Free Kill für den. Das ist lächerlich. Ja, ist es. Wir sind Level 40. Und stell dir mal vor, davon gibt es ein paar mehr. Dann, das schaffen wir nicht. Nein. Okay, du machst gleich dein Eichenherz an, heilst mich am besten, weil ich kann mich mit meinem. Ich habe noch einen Lebensentzug, dann kann ich mich noch ein bisschen gegenheilen. Eichenherz ist schon an. Ja, ich mache jetzt hier unten meine Standarte erstmal hin. Und dann renne ich einfach rein und du heilst mich einfach. Ich bin gestört. Alter. Verdammte Scheiße, Alter. Das war knapp. Zum Glück war mein Heiler gestunt. Aber ich habe mich zum Glück. Also ich habe ja irgendwie Lebensregeneration oder Lebensentzug. Ich habe irgendwas auf jeden Fall. Krieg ich dadurch gut was. Alter. Coloris. Was?
Also das war jetzt einer der schwersten Gegner, die wir bisher hatten. Also ich fand ihn schwerer als Typhon. Ja, weil Typhon halt nicht so extrem viel Schaden gemacht hat. Typhon hat extrem viel Schaden gemacht, aber den können wir einfach besser ausweichen. Ja, und der hat nicht so ex... Alter, der hat keinen 2100 Schaden gemacht. Auf keinen Fall. Da ist eine Blutdingens. Blutschlampe. So eine Klingenmaid? Ne, eine Blutschlampe. Blutadeptin. Ist Adept... Adept ist niedriger als Hexe, denke ich mal, ne? Ja. Adept ist die erste Schwierigkeitsstufe der Schlösser in Skyrim. Ja. Ne, Lehrling, oder? Kann man Adept nach oder vor Lehrling? Ich weiß es nicht, da ist eine Klingenschlampe. Lass uns erstmal außen rumgehen. Alter, sind die Gegner stark. Lass mal da unten noch gucken, da ist auch noch was. Ja. Ist oh, hier ist noch so ein Stein. Oh, 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 oh. Was ist los? Oh, da war eine Klingenmaide, ich habe sie zum Glück nicht gepult. Okay. Hier sind zwei von diesen goldenen. Tja, ihr seid also, ja lächerlich. Wenn die Dactylos sind, dann ist alles gut, ey. Ja, KS, Noob. Mein Geräte extra Schaden erstmal auskosten. Ich hatte gerade kurz einen Lag. Ich auch. Der Klingmeid hat keinen Mana mehr. Ich glaube, es interessiert ihn nicht so wirklich, ne? Ja. Ja, aber so, also solange du die anderen Gegner hast und ich nur die Klingmeid hat, also ich mach mehr Schaden als ihr, also ich kann die tot prügeln. Ja, du machst halt den Damage. Ich versuche halt so ein bisschen zu tanken, aber klappt nicht so gut. Da sind schon wieder eine Klingenmaid und so eine Hexe. Hier ist die Klingenmaid, die du hattest. Nee, das war eigentlich, die war weiter oben. Das ist sogar eine Klingentänzerin. Dann gönnst du dir ab jetzt einfach immer nur die Klingenmaid und ich versuche die anderen zu pullen. Ein Speer. Fick dich doch. Ja, erstmal looten, erstmal looten. Oh, war ein Speer. Besser. Egal, was? Das ist also dein anderes besser. Machen gleich viel Schaden. Nein, der eine macht 98. Nein. Doch, der macht 98. Bei mir hat er 98 Schaden angezeigt. Nein, der macht 91. Dein Feuerspieß. Ja, der Eisfeuerspieß. Macht 91 Schaden. Nein, der macht 98. Um. Warum oben? Weil da noch Feinde sind. Ja. Und zwar Stunmer. Zwei Klingenmaids. Geh auf die hintere. Ich gehe erstmal auf die Blutschlampe. Oh fuck, ich kann mich nicht gegenhalten, doch kann ich jetzt wieder. Blutschlampe ist gleich down. Blutschlampe ist down. Brauchst du Heal? Nee. Nur auf meinen Stun gewartet. Ach, Arsch, Alter. Boah, diese Feinde sind so stark. Was ist das für ein Schrein gewesen? Hab ich gar nicht gesehen. Nehm mal schnell mit, weil ich brauch ein bisschen Mana. Oh, war gut. Wir sind neue. Was für neue? Nur normale. Achso, ich dachte, du meinst jetzt neue Gegnergruppen. Dann, zumindest die Hälfte. So. Was da haben wir? Das sieht so aus, als wäre der Raum einfach nur so gespielt sozusagen. Mhm. Nee, Moment. Das ist Whitey im Gesicht, also so ein Gesicht in der Mitte. Guck mal auf die Karte. Ja. Da sind wieder zwei. Nee, eine. Sofern möchte ich auch nicht angreifen, dann kann ich hier so eine Klingenmaid auch ohne Stun töten. Weil ich kann mich gegenheilen, meistens. Weil ich greife jetzt ziemlich schnell an, eigentlich. Ja. Hier ist wieder eine. Zwei. Ohne Blut. Ich bin gut. Haben sie rausgepackt. Oh, scheiße. Die anderen kommen es auch noch, aber nicht alle. Oh, fuck. Lieber Stun. Zum Glück habe ich ja zwei Stuns. Da kann ich mich nicht gegenheilen, weil ich noch Akku von der anderen hatte. Aber tut das weh, ey. Ich hab ja schon wieder 30 Tränke verbraucht. Ich hab jetzt schon wieder 14. Ja, 14 Tränke. Oh Gott, 15. Tränke verbraucht, ich wäre gerade fast gestorben. Lebt noch. Ich gehe erst looten, dann rette ich dich noch, beziehungsweise will ich retten und du gehst dann einfach selber looten. Oh Gott, Lag. Hatte ich auch gerade. Die Lags sind nicht sehr hilfreich, Freddy.
Unser Part ist vorbei. Ja, mein Partner klingelt auch gerade. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.